Wir sind gerade unterwegs im Osten von Kanada. Verehrte Gäste, zwischen Montreal und Quebec wird seit den 80er Jahren aufgeschwungen und da besuchen wir in Warwick Schwingfest. Kommen wir mit zwei Kranzschwingern. Auf der Anreise hat der Bergbauer aus dem Bernbiet, der Fritz, Geburtstag gehabt und hat da kurz dürfen zum Captain Eis genehmigen. Ja. Der Flüger hat sicher einen Knopf mehr als die erste Mähmaschine. Ist das so? Genau, wir haben also den Flug heil überstanden und sind bereits in der Gegend angekommen, wo in den 60er bis in den 80er Jahren viele junge Bauern mit der Familie ausgewandert sind. Und das ist unsere Ankunft in Warwick bei Margrit und Leo Fischli. Bei ihnen auf der Farm wird also heute das Schwingfest stattfinden. Und das ist der Farmer, der Leo Fischli. Und er ist genau gleich wie der Sepp Pritschki, der Präsident vom Schweizer Club, da Ende 70er Jahre hierhin ausgewandert. Beides sind grosse Krampfer für die Schwingerei. Und nachdem wir nun die prächtigen Milchkühe gesehen haben, geht es dann langsam Richtung Schwingplatz. Und da ist bereits das Antrittsverlesen im Gang. Der Sepp Arnold ist der Tätschmeister heute hier an diesem Schwingfest. Und übrigens, die meisten Schwingfeste finden immer öppe auf einer Farm statt. Nicht nur die Schwinger, auch die Zuschauer sind gerüstet. Die wir hier gerade sehen, sind aus Kalifornien. Nun geht es aber los auf dem Schwingplatz. Wir sehen hier die erste Paarung auf der linken Seite aus der Schweiz, der Gisler Carri, und er greift zusammen mit dem Hirt Max. Der Gang ist also gestellt. So, da greife ich zusammen. Einer der Spitzenmänner rechts, der Fredi Achermann aus der Schweiz, aus Wollhausen. Und der Schärli Daniel, der hier aufgewachsen ist. Gewonnen hat die Partie der Fredi Achermann. Eine weitere interessante Paarung, der Albert Durs rechts und links der Durr Christian. Der Albert Durs kommt ebenfalls aus der Schweiz und der Durr Christian ist hier hinten aufgewachsen. Es hat alles nichts genützt, auch die Partie Albert Durs und Durrer ist gestellt. Übrigens auch die Festwirtschaft und die Unterhaltung hat an diesem Schwingfest bestens funktioniert. Das ist die Festwirtin, Edith Pritschki. So, im letzten Durchgang sehen wir hier den Gisler Carri und den Anne Toni, der gerade gewonnen hat. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt kommen wir hier zum Schlussgang zu Kanada am Schwingfest. Der bestritten wird zwischen dem Anne Toni, der hier als Neusiedler seit einem Jahr da ist, links im Bild, und der Achermann Fredi aus der Schweiz, aus Wollhausen. Thank you.
Und somit ist der Acher Manfredi Sieger hier am Schwingfest in Warwick. Herzliche Gratulation. Gratulieren dürfen wir natürlich am Schlussgang Gegner am Anne Toni. Und nun, Freddy, ist ein herzliches Dankeschön an unsere Gastgeber und an Ihnen fürs Zuschauen. Und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei am Schwingfest in den Sierra Bergen von Kalifornien.